Hallo an alle, hier ist wieder der Glücksmädels-Podcast mit Caro. Seid willkommen und dabei! Hallo, du wundervolle Seele, Tag 18. Und ich freue mich riesig, dass du dabei bist noch. Und wir diesen Weg schon seit 18 Tagen zusammen gehen. Und deshalb ist dieses Thema heute Weg gehen. Und bevor wir diesen Weg weiter zusammen gehen, suchst du dir wieder deinen wundervollen Ort und hast was zu schreiben dabei und auch was zu trinken oder zu knabbern und sorgst dafür, dass du ganz in Ruhe diesen Podcast und diese Zeit für dich haben kannst. Ja, welches Mädchen begleitet uns heute? Ein sehr mutiges, straightes, voranschreitendes Mädchen. Und unter diesem Mädchen steht, mein Weg ist mein Weg ist mein Weg. Ja, genau so sieht's aus. Es ist mein Weg oder eben dein Weg. Und die Wege können wir zwar teilen, so wie jetzt gerade, dass wir ein kleines Stück des Weges gemeinsam gehen und doch hat jeder seinen eigenen Weg. Und darum soll es heute gehen. Die Überlegung geht dahin, gehen wir schon unsere eigenen Wege? Wenn ja, wie fühlen wir uns damit? Wissen wir eigentlich, was unser Weg ist? Ist es nötig, den Weg zu wissen? Alles so eine Fragen, die ich mir öfter mal stelle und die natürlich wieder mit Dankbarkeit verknüpft werden. Ja, Tag 18, das Mädchen kennst du jetzt schon. Oben drüber steht dick und fett gedruckt, mein Weg ist mein Weg, Ausrufezeichen. Befindest du dich schon auf dem Weg, den du wirklich gehen willst, liebe Seele? Vielleicht bahnt sich bei dir ja durch das Schreiben und Dankbarsein ein ganz neuer Weg an. Wie wichtig ist dir dein eigener Seelenweg? Und warum ist diese Frage überhaupt interessant? Und dazu möchte ich gerne noch ein paar Gedanken dir schenken, da ich nicht weiß, ob du dir überhaupt schon mal Gedanken über deinen Seelenweg gemacht hast. Ob es für dich wichtig ist, das zu wissen oder ob du einfach noch gar keine Zeit hattest, weil du dich ja in dieser Welt einfach bewegen musst und das Gefühl hast, du musst funktionieren und gar nicht weißt, warum oder ob du einen eigenen Seelenweg hast oder vielleicht hat es dich bis heute auch noch gar nicht interessiert. Ich finde diese Frage sehr schön. Sie führt einen nicht direkt zum Ziel. Das ist das Spannende, es ist eine relativ offene Frage, es sei denn, du hast schon ganz viel davon gelebt und gefunden. Deswegen möchte ich dich einladen, diese Zeit jetzt mal zu nutzen und zumindest zu beginnen, dir Gedanken über das Wort Seelenweg und dann auch über deinen eigenen Seelenweg zu machen. Manchmal fällt es einem leichter, einen anderen Menschen zu betrachten und zu sehen, dass der vielleicht schon seinen Seelenweg geht, seine Berufung, das, was er gerne machen möchte. Oder vielleicht ist das Wort Seelenweg für dich was ganz anderes. Ich lasse dir jetzt wieder ein bisschen Zeit und frage dich, wie wichtig ist dir dein eigener Seelenweg? Und vielleicht auch gleich noch dazu, warum ist diese Frage überhaupt interessant? Und was ich bisher noch nicht gesagt habe, aber was jeder weiß, ihr könnt ja jederzeit das Audio anhalten, wenn es euch zu schnell geht. Viel Freude dabei, bis gleich. Thank you.
Ja, ich hoffe, du hast ein wenig was finden können und bist in das Thema eingestiegen. Und vielleicht hat dich auch ganz doll gepackt und du möchtest gerne mehr darüber erfahren. Sei nicht traurig, wenn du nicht direkt sofort Antworten bekommst oder was siehst. Manchmal muss man das Stück einfach gehen, um dann zu sehen. Ja. Frage noch, was verändert sich, wenn du dankbar für deinen ganz persönlichen Weg bist, auch für alle nicht angenehmen Erfahrungen? Denn das war dein Weg bisher. Was verändert sich, wenn du dankbar für deinen ganz persönlichen Weg bist, auch für alle nicht angenehmen Erfahrungen? Ja, tauch mal ein und schau, was da sich zeigt. Ich möchte dich gerne auf diesem Weg noch ein Stück begleiten. Und ich habe ein wundervolles Buch, was mich schon über Jahre begleitet. Moment, ich gucke mal. Und das heißt Buddhas Anleitung zum Glücklichsein von Marie Mannschatz. Und sie hat da drin verschiedene Übungen, Anregungen zu Themen aufgeschrieben. Und da drin gibt es eine ganz schöne Geschichte. Und die heißt Buddhas Antwort auf Zweifel. Denn wenn wir über unseren Weg nachdenken, zweifeln wir oft, ob das richtig ist oder das richtig ist, weil vom Außen kommt so viel und immer wird einem gesagt, was jetzt das Richtige sein soll. Und die Frage ist, ist das jetzt mein Weg? Ist das dein Weg? Willst du so sein? Willst du so gehen? Und ich möchte dir gerne jetzt diese Geschichte vorlesen, weil sie so wundervoll dazu passt. Also lehn dich zurück und genieße und lausche diesem schönen Text. Einer der berühmtesten Lehrreden hielt Buddha in dem Dorf Kalamas. Auch zu Buddhas Zeiten war es üblich, zu Vorträgen von Gelehrten und Meistern zu gehen, um Antwort auf drängende Lebensfragen zu suchen. Die Dorfbewohner von Kalamas luden in regelmäßigen Abständen spirituelle Meister zu Vorträgen ein. Doch es verwirrte sie, dass die Meister sich widersprachen.
Die einen empfahlen strenges Fasten, die anderen gesunde Ernährung. Die einen schickten sie fort zu lange Schweigezeiten, die anderen sagten, Erleuchtung gibt es nur im Alltag. Was sollen sie denn nun glauben? Jeder schien ein anderes Rezept für ein glückliches Leben anzupreisen. So geht es uns heute ja auch. Woher weiß man nur, was richtig und sinnvoll ist? Woran kann man das messen? Wir fragen stets, wer hat Recht, was ist wissenschaftlich erwiesen? Als Buddha in Kalamas vor seinen Zuhörern stand, sprach er in etwa folgende Worte. Liebe Leute von Kalamas, ihr mögt erstaunt sein und voller Verwunderung und Zweifel. Ihr fragt euch, was nun angezweifelt und geglaubt werden kann nach allem, was ihr bis jetzt gehört habt. Schenkt mir nicht einfach euren Glauben. Wenn ihr die innere Wahrheit finden wollt, dann erforscht sie auf diese Weise. Seid nicht zufrieden mit dem, was man sagt und dem, was die Traditionen verkünden. Seid nicht zufrieden mit den Legenden und dem, was in gewissen Schriften steht, voller Logik und mit dem Zusatz versehen, ein weiser Mann sagte. Entschuldigung. Seid nicht zufrieden damit, schaut in euch selbst hinein. Wenn ihr in euch selbst erkennt, welche Lehren zu tadeln sind, von Weisen abgelehnt werden müssen und Schmerz und Kummer hervorbringen, dann solltet ihr sie gehen lassen. Wenn Lehren zu Falschheit und Gier führen, zu Diebstahl und Besessenheit, zum Anwachsen von Hass und Illusionen, dann solltet ihr sie gehen lassen. Also, liebe Leute von Kalamas, seid nicht zufrieden mit dem, was man reden hört und was Traditionen und Lehrer verkünden, egal auf welche Weise sie zu euch kommen. Mögen sie noch so eindrucksvoll sein. Nur wenn ihr sicher in euch selbst wisst, dass eine Lehre gesund, tadellos und von Weisheit durchdrungen ist, wenn ihr spürt, dass die Ausübung dieser Lehre zum Wohlergehen und Glücklichsein führt, dann solltet ihr diesem inneren Wissen folgen. Wenn Aufrichtigkeit, Liebe, kluges und klares Handeln und die Freiheit daraus erwachsen, dann solltet ihr diesen Lehren folgen. Ihr könnt auch den Schluss ziehen, wenn es noch weitere Leben geben wird, dann wird das gut sein, in diesem Leben Früchte tragen, und wenn es keine anderen Leben gibt, dann werden wir diese Früchte des Guten hier und jetzt erleben. Ja, und zum Ende noch möchte ich euch gerne zwei kleine Tagesmantren mitgeben. Und das eine heißt, Dankbarkeit entspannt das Sein. Und das andere, Dankbarkeit ist Hingabe an das Leben. Und wenn wir das schaffen, ich kann das auch nicht jeden Tag und nicht jede Minute, aber wenn ich das schaffe, weiß ich und merke ich, wie wundervoll das Leben sein kann. Und ich möchte euch ermutigen, mit dieser Dankbarkeit euer Sein zu gestalten, in Hingabe an das Leben. Ich weiß, es ist eine große Aufgabe, auch wenn sie klein klingt. Versucht es einfach mal und schaut mal, was passiert. Und ich wünsche euch damit einen guten Tag. Und verabschiede mich von euch von Herz zu Herz. Bis morgen, eure Caro.